So, nochmal zweite Runde. Der Nachbar sägt hier gerade, sonst versteht man kein Wort. Also, gestern war Sonntag. Wenn es zu viele Probleme auf einmal sind, braucht man so ein bisschen Tag, wieder Kräfte zu sammeln. Aber geschafft, das ist jetzt, das muss jetzt noch da rein, zusammenbauen. Und dann steht die Geschichte, was ich jetzt noch gemacht habe. Den Servo noch. Telerotor-Servo noch so hingestellt im Gradwinkel, dass es genau passt. Weil der ist ja doch hinten recht konisch, da ist nicht viel Platz. Da hat man noch die zwei Kanten hier. Die oberen. Und da muss man echt aufpassen, dass das Servo da nicht noch anhakt. Jetzt habe ich den idealen Winkel gefunden. Was ich gestern noch gemacht habe, den Servoarm habe ich noch abgefräst, abgeschnitten. Jetzt sieht es aus, als wäre es ein originaler, ein Einarmer. Das ist, glaube ich, so ein 5-Arm-Servo oder ein 6-Arm, weiß ich nicht mehr. 5-Arm, glaube ich. Und ein 6-Arm. Und die habe jetzt alle abgeschnitten und abgefräst sauber. Jetzt stört er nichts mehr. Also wenn der Servo rauf vorne vor und zurück fährt, da passiert nichts mehr. Hier ist nämlich diese Kante innen, die verläuft, und da bin ich fast froh, dass ich das noch erkannt habe, dass ich das noch geändert habe, den Winkel noch leicht verstellt. Also so mit dem Winkel passt es da ungefähr rein, also passt es genau rein, bis um Millimeter Arbeit, ohne dass man da Angst haben muss, dass das Gestänge irgendwie im inneren Gehäuse irgendwo hängen bleibt. Jetzt passiert da gar nichts mehr, da bin ich jetzt zufrieden damit. Dann, wie gesagt, noch das Problem, dass der Rotorkopf von DSG, der ist, ich finde, der sieht geil aus. So was bloß dieses Problem mit dem Gestänge. Das habe ich mir jetzt noch eine Schablone gemacht. Das sieht dann so aus. Genau, das war hier das Problem mit dem Gestänge. Schablone aus Papier ausgeschnitten, vorher ausgemessen. Das sind so 9 cm Durchmesser, also 4,5. Zirkel, Kreis ziehen, Schablone schneiden. Das klappt, wie gesagt, gut mit diesem Tesafilmband. Im eingebauten Zustand noch die Mittenstellung markieren von dem Main Shaft. Kreuz machen, Schablone drauflegen, mit einem schwarzen Stift die Ränder nachfahren, dann hat man so eine richtig schöne Schablone, und dann mit einem kleinen Elektrofräser, dieser Künstler Elektrofräser, den man hat, diese kleinen handlichen, das schön ausfräsen, damit dann der Radius stimmt. So hat man wenigstens eine schöne Schablone, eine schöne Vorlage. Hab das jetzt gerade getestet, einmal wieder alles zusammengebaut. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den Vogel jetzt schon auseinander und wieder eingebaut habe. Ich glaube mindestens 20 Mal. Also ich bin so froh da um diese Schraubvorrichtung, die ich mir da eingebaut habe. Vorne und hinten mit dem Gewinde unten dran. War zwar echt mühsam, aber hat sich gelohnt. Weil man muss das wirklich etliche Male, das ist jetzt wie so ein Uhrmacherwerk hier, bis auf Millimeter genau, dass alles passt. Hinten das Gestänge kann man ja noch leicht anpassen, das habe ich noch um Millimeter verrutscht, das ist hinten genau geradlinig jetzt, die Stange ohne Spannung, das passt auch. Genau, das war jetzt wie gesagt der große Akt noch, diesen Kreisbogen da ausfräsen. Hat aber funktioniert. Endresultat sieht so aus. Nochmal drüber lackieren leicht über die Fräskanten, dass man nichts sieht. Jo, und jetzt ist Testlauf gemacht, also da stört nichts mehr. Selbst beim Runterfahren der Taumelscheibe, da ecken keine Gestänge mehr an. Da ist noch so 2 mm, 3 mm Luft. Das ist okay. Also hätte ich das jetzt nicht ausgeschnitten.
Und gesagt, ja gut, der Motor dreht sich ja sowieso nicht, stört ja dann nicht, aber das war mir jetzt zu blöd. So, das ist Tag der Dinge. Und jetzt wieder zusammenbauen und dann restlichen Einstellungen noch vornehmen und dann mal gucken, wie es weitergeht.